Der FC Liverpool darf sich auf einen neuen Offensivstar freuen. Luis Diaz wechselt vom FC Porto zu den Reds. Das gab Liverpool am Sonntagvormittag bekannt. Zuvor hatte bereits Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Diaz in Argentinien seinen Medizincheck absolviert. Dort weilt der 25-Jährige aktuell mit der kolumbianischen Nationalmannschaft. Laut The Athletic steht eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro im Raum. In dieser Saison kommt der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend auf starke 22 Torbeteiligungen in 28 Einsätzen für Porto. Der Offensivmann könnte auch eine Soforthilfe für Klopps Team sein. Wegen des aktuell laufenden Afrika-Cups fehlen den Reds mit Sadio Mané und Mohamed Salah gleich zwei ihrer besten Angreifer. Seit Pierre-Emerick Aubameyang beim FC Arsenal auf dem Abstellgleis steht, sucht der Club händeringend nach einem neuen Stürmer. Dabei könnte die Spur nun zu Alexander Isak führen. Laut dem Mirror ist der schwedische Angreifer bereits in London gesichtet worden. Die Gunners sollen den Stürmer von Real Sociedad als eines ihrer Top-Ziele ausgemacht haben, nachdem Dusan Vlahovic bei Juventus Turin unterschrieben hat. Es ist nicht das erste Mal, dass Isak mit einem Wechsel zu den Gunners in Verbindung gebracht wird. Bereits im Sommer fiel der Name des früheren BVB-Stürmers als möglicher Arsenal-Spieler. Isak selbst sagte dem Independent erst kürzlich, dass er irgendwann in der Premier League spielen möchte.